Und damit hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, zum nächsten Teil vom Neubau Garage Projekt. Im letzten Teil haben wir da ganz viel an der Attika vorne schon mit Gewebe verputzt. Die größte Seite, die Rückseite von der Garage, auch schon einmal mit der ersten Schicht Putz abgezogen, um die Unebenheiten rauszukriegen, die zwangsläufig bei der Dämmung natürlich irgendwo entstehen. Da sehen wir nochmal die Abschnitte, was wir da schön letztes Mal mit Gewebe gespachtelt haben. Warum man die Gewebebahnen nie ganz bis zum Rand einbettet, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe in den letzten Videos. Wenn nachher der nächste anschließende Teil vom Putz kommt, dann muss es im alten eben übergreifen mit dem Gewebe, weil sonst ist da ja Rissbildung vorprogrammiert. Deswegen macht man das ja so. Genau. Jetzt geht es da oben einmal an der Ecke zugange, damit die vervollständigt wird. Da sehen wir es eben links und rechts das Gewebe vom Putz eben rausstehen. Und jetzt, wenn sie dann Ecke das nächste Gewebe einbetten, dann wird erst alles mit überspachtelt, sodass da Karissbildung entstehen kann, eben in die Übergangsbereiche. Jetzt sehen wir, haben wir bei der nördlichen Wandfläche eben überall nur die Ränder mit Gewebe eingearbeitet, so überall aber erst dünn aufgezogen, sodass das Gewebe nur sichtbar ist. Und nur eben ganz vorne die Stirnseite von der Mauer, die ist schon fertig verputzt. Die haben wir jetzt eben einmal schon komplett fertig grob geputzt. Da in der Mitte haben wir noch einen Anker vom Gerüst rausgenommen und das Loch zugespachtelt, weil jetzt lassen wir eben die Ränder trocknen und dann kann die ganze nördliche Seite da mit dem Grobputz und Gewebe aber gespachtelt werden. Deswegen haben wir da oben jetzt die Attika links und rechts vervollständigen müssen. Und wenn die Ränder jetzt trocknen dürfen, die Arbeit da mal eine Mittagspause machen. Und so wie im letzten Video scheint jetzt am Nachmittag voll der Sonne her. Aber wenigstens müssen diesmal die Arbeiter nicht am Dach arbeiten, sondern dürfen da auf der nördlichen Seite eh vorwiegend im Schatten arbeiten. Da sehen wir mittlerweile eben die Ränder, was wir da schon zu wie gespachtelt haben, getrocknet. Und somit kann jetzt schön die Fläche ausgearbeitet werden. So, begonnen mit den letzten Vorbereitungen, einmal die Gewebebahnen schon hergerichtet, auf die Länge zugeschnitten, damit nachher wirklich einmal aufgezogen, eingebettet und überspachtelt werden muss. Und da waren sie nachher recht schnell. Da gibt es leider keine Aufnahmen während der Arbeit. Und man sieht das Ergebnis und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, finde ich. Eine schön einheitliche Fläche, schön abgerieben. Keine großen Fehlstellen irgendwo. Schöne Struktur. Und einmal sicher keine Risse in der nächsten Zeit mit dem Gewebe rein. Weil eben in der ganzen Fläche auch die Gewebebahnen sein, nicht nur an die Randbereiche. Dann verschaffen wir uns nochmal einen Überblick über das ganze Projekt. Während die Arbeiter schon in Feierabend gehen haben können. Wir sehen die Randbereiche, wo durch dementsprechend auch weniger aufgetragen werden konnte, weil ja da schon drunter mal Lager noch mit Gewebe war. Seien schon getrocknet und natürlich trocknet es am Rand schneller als in der Mitte. Aber in der Mitte ist natürlich auch die Materialstärke jetzt dicker gewesen. Genau. Da ist wieder einiges weitergegangen heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne ein Like da lassen, gerne auch abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal.